Los geht's! Das Finale der Pyramide! Es befindet sich hier! Los, schneller hier! Keine Lust zu warten! Let's go zum Endboss! Alle Stadtbewohner haben ihre Gesichter wieder zurück! Jetzt fehlt nur noch das Gesicht von Lampengeist Nebby! Wir sind schon so tief ins Innere der Pyramide vorgedrungen, da sind wir bestimmt schon ganz nah dran! Plimperin! Für wahr, was du begehrst, ist nicht mehr fern! Geht das wieder los? Ich gedenke doch nur, mit meinem Wissen zu erfreuen, oh Held. Na gut, seltsame Stimme, dann freue mich mit weiteren nützlichen Infos. Auch der dunkle Fürst ist ganz in der Nähe. Das war jetzt aber nicht sehr erfreulich. Ja gut. Bin ich mal gespannt. Wo ist denn der? Ist der etwa hier? Tatsache! Komme, HD! Du schon wieder. Ich hatte dir doch all deine besonderen Kräfte genommen. Du bist wirklich mehr als aufdringlich. Na gut, herbei, Maske des Königs einer vergangenen Zeit. Ein Pharao? Was mache ich hier? Dieses Wesen ist einer meiner mächtigsten Untergebenen. Los, mach sie fertig! Der dunkle Fürst Gamma-HD ist nach Ostenwort geflogen! Aber bevor wir ziehen können, müssen wir erstmal Nebbys Gesicht retten. Von diesem Endboss! Pharao Nebby! Sieht voll cool aus. Das sieht voll cool aus. Vor allem, wie sie so wackelt mit diesen Armen von Nebby. Das passt voll gut. Passt voll gut, finde ich. Alter, die Musik geht ab. Das muss ich lauter machen. Hä? Okay. Huch. Bam. Oh, spricht einen Fluch aus. Ich bin Pharao. Oh nein, ich habe mich verwandelt. Ab in die Ruhezone mit mir. Vor allem, was ist mit meinen Augen los? Ich bin nicht mehr ich. Ich brauche einen Snickers, aber ganz schnell. Oh, das war schon? Ja, das war schon. Okay. Wow, wir haben so viel geupgradet, es geht sofort vorbei hier. Schön. Bam. Jetzt ist mein Krallenwetzen aber weg, oder? Kann das sein? Ja. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Ja, blöd. Pass auf! Boah, nice. Und. La. Irgendwie Freunde. Ein Level weiter und dann nennt sich bei euch auch die Musik. Wetz, wetz. Du kriegst jetzt aufs Maul, Pharao Nebby. Heya! 139 Damage. Wenn die anderen mir noch geholfen, hätte ich locker zu 200 kommen können, oder? Ich bin Pharao. Nein, du bist nicht Pharao. Stop. Junge, Jesus macht mir Angst in diesem Outfit. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie passt das zu ihm und das macht mir am meisten Angst. Ach, nee, ich muss nochmal Krallen wetzen. Das ist besser. Guck die Leute einfach mal an. Und dann sitzt du da einfach rum wie so ein Pinguin. Okay. Warum will eigentlich Fernando nicht mehr mitkämpfen? Was soll denn das? Okay. Wow. Ah, jetzt wo ich sage, kommt er endlich raus hier. Und kämpft mit. Tatsenieb. Miau. Das ist auch nicht so viel. Ich hab mehr erwartet. Okay, aber zumindest danke für die Heilung. Ey, ich muss echt mehr leveln, ne? Ich muss echt mehr leveln mit denen zusammen. Oh nein! Pharao Miku! Nein! Das kann nicht wahr sein! Oh! Danke für die MP. Die nehme ich doch gerne an. Oh, du willst aber kämpfen? Okay! Dann, kämpf! Jetzt setzt es was! Bam! Schlitzfatz! Ich helf dir!
Bam, bam, bam. Wir mobben ihn. So, und Miku, du hilfst mit. Du sitzt nicht einfach rum mit deinem Kleid. Du kommst her und hilfst mit. Aua. Aua. Bam. Viel Leben hat er noch. Er ist fast down. Ich krieg ihn. Miau. Bam, ein gutes Gefühl. Was ein Endboss. Ich habe das Gefühl, nebenan endet so bald. Ah, wer kriegt das? Du kriegst das. Herrscher, super, Sternchen, Sternchen. Und was finden wir hier? Nein. Dieses einzigartige Foto kostet dich nur 20 Gold. Möchtest du es kaufen? Ja! Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Ja, Mario, wie man ihn kennt, hat mehrere Jobs. Manchmal ist er Klempner, manchmal ist er Arzt, manchmal ist er Postbote, manchmal ist er Kameramann. Ja, wenn Boris mal nicht kann, dann ist es Mario. Sorry, dass ich es nicht vorlesen konnte, aber ich hatte gerade so ein Lachen, ich konnte nicht mehr. Oh Mann. Zu nice. Viel zu nice. Oh, was geht denn bei euch ab hier? Fantastische Erinnerung. Das ist aber schön. Kann ich noch irgendwas kaufen? Irgendwas? Ja, okay, komm, dann hole ich dir das unbedingt, wenn du es brauchst. Ja, okay. Why not? So, und dann futtern wir noch ein bisschen, bevor wir weitermachen. So, wir haben nämlich Herrschersuppe Ständchen Ständchen. Die zahme Kobra ist vor dem Verzehr behutsam zu entfernen. Und dezente Würze lecker verpackt, so bleiben auch die Hände sauber. Ja, lass mal specken hier. Ja, ist ganz okay. Und das? Nein! Okay. Nee, das mag niemand. Das mag auch niemand. Das magst du. Die GoBra Nuggets. Die kannst du gerne alle verspeisen. Also du hast keinen Hunger mehr, dann geht's halt natürlich nicht. Ja, dann kannst du natürlich noch eins haben. Hab sowieso so viele von denen. Warum sparen? Komm, warum sparen? So schnell kann's gehen. Wünsche ich könnte auch in Real Life so schnell essen. Na, wie auch immer. Nom nom. Die haben alle noch nicht probiert, aber können auch alle nicht mehr. Ja, komm, dann lassen wir's. Da lassen, 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 lassen. Nein, ich wollte keinen Schnickschnack. Nein, ich wollte keinen Schnickschnack. Ich wollte keinen Schnickschnack. Nein, nein. Ich wollte Roulette. Bengal Katsu. Du kennst dich sehr seltsam, Mann. Oh, ganz knapp noch bekommen. Und es sieht so aus. Okay, nein, das gefällt mir überhaupt nicht. So absolut nicht meins. Nur Werte nutzen, bitte. Danke. Vor allem, wie ich dieses Outfit von ganz am Anfang der Reise mehr oder weniger immer noch benutze. Einfach weil ich finde, es sieht bisher am besten aus, so für meinen Charakter. Lol. Komm. Weiterziehen. Alle Werte des Teammitglieds durch Nahrung um den Wert 10 oder höher gesteigert. Cool. Ja. Und damit Punkt, Punkt, Punkt Gesicht gerettet. Oh nein. Ich sag euch nur, niemals. Schaut euch niemals an, wie die Mies normalerweise aussehen, wenn ihr das nicht wisst und die nur gedownloadet habt. So wie ich bei den meisten hier. Glaubt mir, es ist zu cursed. So, und nun können wir die Stadt wieder befreien vom Übel. Habe ich recht, Isaac? Ja. Genau. Hier, Nabi, da hast du dein Gesicht wieder. Plopp! Hahaha! Der Geist ist wieder zurück im Spiel! Und es verzeiht die Welt nur dir!
Ach, keine Ursache. Aber im Ernst, wer stiehlt schon Gesichter? Auf sowas wäre nicht einmal ich gekommen. Aber nur unter uns. Ich habe viel nachgedacht darüber, was ich den Leuten angetan habe. Jetzt weiß ich, wie man sich fühlt, wenn man etwas Wichtiges verliert. Also habe ich einen Entschluss gefasst. Ich will nicht mehr stehlen. Ab sofort lebe ich ein braves und aufrechtes Leben. Na, Polizei würde trotzdem sagen 20 Jahre Haft, weil du hast gestohlen. Aber, naja, wir sind in Metopia. Hier passiert das nicht. Viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Euch allen vielen Dank. Du hast alle gestohlenen Gesichter gerettet. Woo! Jetzt ist hier alles super. Yeah, 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 yeah. Alles super. Toll, ja. So, jetzt auf nach rechts. Können wir jetzt hier lang? Wir müssen hier irgendwie lang kommen. Denn hier geht's weiter. Huch. Schwere Felsbrocken verschwenden den Weg. Was machen wir jetzt? Das übernehme ich. Ha, ich übernehme das. Hier soll ein Problem sein? Pustekuchen. Du kannst Steine wegpusten? Ich könnte das im Leben nicht. Bitteschön. Danke. Ja, und damit kommen wir weiter. Und hier ist auf einmal Tingle. Einfach so. Okay, zu denen kommen wir auf jeden Fall noch. So, lass mal weitermachen hier. Hopp, hopp. Die beiden kuscheln da oben schön. Die gehen einfach ohne mich. Oh. Hä? Wo ist Mike? Da ist es. Ist das ihren Ernst? Sind die wirklich so beknackt? Okay, ich kämpfe nicht mit. Automatischer Kampf, ich leg meinen Controller hin. Lehn mich zurück. Cooler Kampf. Ja. Oh, wow, gut gemacht. Cool. Ja. Und auf einmal bin ich wieder da. Hä? Okay. Komm, mach aber weiter hier. Hoffentlich ist das hier ein gerader Weg und keine. Kannst du nach oben, kannst du nach oben. Unten, kannst du auch nach geradeaus, kannst du auch nach schräg. Durch die ganze Gegend. Ja, sehr einfach. Professor Gitter, die Attacke, die ich, bevor ich mein Team verloren habe, hatte. Das ist natürlich dann sehr convenient. Und sehr nice. Puh, nach einem Kampf bin ich immer ganz durchgeschwitzt. Ich auch. Ein tolles Gefühl, nicht wahr? Nö. Okay. Ja, das war ein ziemlich gutes Level. Und es fängt an zu regnen. Oh, ein Brief erhalten! Ja, Mike, da öffne ich diese Schatztruhe. Doch anstelle eines Schatzes waren da nur noch so Fetzen, Papier drin. Ja, die ganze Abend, ein Isaac. Ich könnte mir nichts erzählen. Isaac passt in dieser Rolle perfekt rein. Oh Mann. Ja. Wenn du schön Level haben möchtest, warum nicht? Beeilt euch aber bitte. Dankeschön. Level 15 enge Freunde. Ja, so eng wie, komm, lass mal was. Was ist das mit mir? Macho-Tala oder... Stahlklauen. Oh, heftig. Ja, brauchen wir nicht. Komm. Gehen ein bisschen vor, sondern weiter hier. Magst du das? Ja, das tust du. Das aber niemand. Das mögen alle irgendwie. Ja, komm, du darfst das haben. Nom, 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 nom. Haben alle schon probiert? Haben alle schon probiert? Ihr beide habt das noch nicht probiert. Du findest es unglaublich nice. Und du findest es ganz okay. Okay. Und damit? Nicht so. Okay, und was mit mir? Wunderbar. Na dann.
könntest du es gebrauchen. Und dann gebe ich mir noch eins. Und dann gebe ich dir noch einen Toast. Und dann gebe ich mir noch einen Toast. Und dann, ja komm, lassen wir's. Ist ein bisschen langweilig, die ganze Zeit Futter verteilen. Aber das gehört zum Spiel dazu, deshalb bleibt es auch drinne. Weil ich finde es schon wichtig zu wissen, was für Stats man hat. Und irgendwie ist hier rechts gar nichts mehr. Sag mir nicht, hier überall sollen so kleine Punkte sein zum Weg, weil das sieht hier rechts sehr leer aus. Tingle, hilf mir mal. Nein, kein Bock. Ich mach nur Quizzes. Willst du mitmachen? Wer ist das Original dieser Quizheu heute? Okay. Lass uns gleich anfangen. Kululimpa! Wer ist das Original? Es gibt drei Fragen. Fangen wir an. Frage 1. Oh, das war richtig. Ich habe nur geguckt, wer hat so die Augen in einer normalen Position. Und er war halt das. Frage 2. Wer ist Jesus? Welche Nase hatte Jesus? Du? Oh, das war richtig. Frage 3. Das ist echt schwer. Danny. Ja, ich habe auf die Körperform geachtet. Ich weiß nicht, ob die Gesichter anders waren, aber ich hatte jetzt nichts auf die Schnelle gesehen. Habe nur gesehen, dass die Körper anders waren. Und ich hab's geschafft. Nice. Du hast mich doch geschlagen. Ja, super Spielscheine. Man sieht sich. Cool. Bye, bye. So, wir kommen gleich nach oben zu Cobra. Und ja, man sieht, das Screen scrollt hier nicht mehr. Hier ist das Ende von nebenan. Wir sind ganz nah, Leute. Season 3 von Miitopia ist ganz nah. Hab los. Oh, ich und Miku kuscheln. Süß. Ah, meine Wasserflasche ist leer. Ah, wer von euch hat mein Wasser gemopst? Was? Ich war's nicht. Ich auch nicht. Oh, stimmt. Ich hab's ja gestern leer getrunken. Ey! Du Flasche! Aber echt so, du Flasche! Ah, mehrere Wege. Ah, aber deshalb. Lass erstmal zur Oase gehen. Nicht nur, weil du dann Wasser auffüllen kannst, Igitt. Oh, das war schon. Kein Gegner. Sondern, weil da Cobra wartet. Ich weiß nicht, was Cobra da macht, aber das würde ich mir gerne mal ansehen. Du hast ein Geschenk. Oh, Jesus kriegt ein Geschenk. Yay! Ich habe es für dich gekauft. Das habe ich für dich gekauft. Oh, das ist aber nett. Ein Federkiel. Woher wusstest du, dass ich mir das wünsche? Naja, du bist ein Pinguin, kannst nicht fliegen, Federn. Da wäre ich auch drauf gekommen. Oh, jetzt haben alle ein Geschenk bekommen, außer ich. Arme Miku. Miku, ich mach dich glücklich, du kannst hier ein bisschen mit Fernando quatschen. Müssen alles rauslassen, genau. Sehr enge Freunde. Schön. So, das reicht. Genug gequatscht hier mit Fernando. Die wollen immer noch was haben. Totenkittel. Oh, sieht geil aus. Das sieht nice aus. Das hole ich. Hat so ein bisschen Switch-Farben. Das sieht richtig nice aus. Das holst du dir auf jeden Fall. Oh, man kann sogar die andere Seite ändern von der Farbe, ja. Nee, wenn dann schon blau, würde ich sagen, oder? Ja, wenn dann schon blau. So richtig Switch-Farben. Das passt doch voll gut. Ja. So, ein bisschen futtern. Habe ich noch ein bisschen was? Habe ich noch ein bisschen was? Habe ich noch was? So, da habe ich nichts. Ist jetzt die ganzen Toasts auf. Nom 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 nom. Nom 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 nom. So, schön. Und das letzte behalte ich mir. Können wir bestimmt noch gebrauchen. So, auf geht's. Reden wir doch mal mit dem König, der da einfach so rumchillt. Aber da bin ich jetzt nämlich sehr verwundert, was er hier macht.
Oh, ach, du bist es. Du siehst sehr hungrig aus. Zum Glück haben wir noch einen kleinen Notvorrat. Königsfleisch. Wenn du nicht alles schaffst, sag Bescheid. Danke, Max. Danke, Gubba. Sehr nett. Komm, gehen wir hier noch lang? Hoffentlich finden wir hier noch irgendwas. Warte, war hier ein Kampf? Nee, oder? Hier war kein Kampf. Einfach geradeaus weiter. Muss ich auch nicht cutten. Ja, geradeaus diesmal. Diesmal geradeaus. Nein. Ja. Genau. Gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ein Kampf. Es wird dunkel. Kein Kampf, aber es ist Zeit zum Grillen. Bisschen Königsfleisch dazu. Und schaut mal, was ich gefunden habe. Wer möchte einmal kosten? Jesus, du magst doch gerne kosten. Schluck. Oh, yum. Nice. Und dann kam der Morgen. Oh, so gut habe ich lange nicht mehr geschlafen. Yay! Oh, war nicht so yay. Hier ist noch ein Gegner. Bam, bam, bada, bam. Wie schmeckt euch das? Alle auf einmal down. Wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt ist Ende. Bam, bam. Endlich haben wir die Wüste nebenan hinter uns gebracht. Wir haben dort ja echt einiges erlebt, was? Da war der Lampengeist Nebby. Die seltsame Stimme in der Riesenpyramide. Tja, unser Team schreckt nun mal von nichts zurück. Wir schaffen alles. Wohl wahr, aber vor uns liegen bestimmt noch größere Gefahren. Echt jetzt? Och nö. Können wir nicht noch ein bisschen hier rumgammeln? Heute Nacht haben wir uns jedenfalls eine gute Mütze Schlaf verdient. Hurra! Yay! Ich habe so eine Befürchtung, was jetzt passieren wird. Jap, es passiert exakt das gleiche wie letztes Mal. Ernsthaft? Ernsthaft? Hilfe! Nice. Hä? Ehrlich jetzt? Der gleiche Plot wie letztes Mal? Ho, ho, ho! Scharfsinnig kombiniert! Der dunkle Fürst Gommadee hat in der Nacht mal wieder zugeschlagen! Vielleicht warst du nach deinen letzten Erfolgen zu entspannt! Der dunkle Fürst hat nun noch mehr deiner Freunde in seiner Gewalt! Ah, dann sollte ich mich wohl auf die Socken machen! Na, nicht schon wieder! Deine Klasse und deine Kräfte sind auch wieder futsch. Das kann doch nicht wahr sein. Da hilft nur, dass ich dir eine neue Klasse spendiere. Sei nicht schüchtern, wähle aus, was dir gefällt. Es sind auch brandneue Klassen dabei. Wow, das schauen wir uns doch gleich mal an. In der nächsten Folge. Bis dann.